Jo, hallo, einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen oder was auch immer. Erstmal hier rein, ich habe gerade diesen Anti-Geist-Buff nicht an. Ey, verfolgst du mich jetzt auch hier hin? Das ist scheiße. Ich hoffe mal nicht. Scheiße. Soll ich mit dir tun? Ja. Geh weg. So, ich war ja letztens hier drin und habe feststellen müssen, dass es hier links nicht geht. Ich habe mir nochmal mein Let's Play angeguckt. Dass, wenn ich jetzt hier starten tue, gleich der Geist auftaucht, das war nicht geplant. So passiert das nun mal halt. Ich habe auch überlegt, was ich denn machen könnte. Und da ich hier auf einen Abgrund zulaufe, habe ich mir gedacht, wäre doch Abgrundschreiten ganz nützlich. Ich wollte das mal probieren, weil mir kam nämlich merkwürdig auf zwei Dinge. Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Ding Nummer 1, der Magier oben auf dem Dach, der mir den Schlüssel gegeben hat, dass ich das aktivieren kann, der hat gemeint, dass hier unten ein Abgrund wäre. Abgrund zu dem tödlichen Blablabla. Und dass ich den einen Helden fragen sollte, wenn ich ihn finde, wie er da hingekommen ist. Ich glaube, der Held war tot und wir haben von diesem Helden diesen Ring bekommen, mit dem er das geschafft hat, den Abgrund zu durchschreiten. So, und das. Ja, da unten. Hahaha, ja. Hast du schon reingeschrieben, geschafft oder was? Und was ich vermuten tue, ist halt die Tatsache, dass man diesen Ring braucht. Und das zweite, warum ich drauf gekommen bin, ist, ich aktiviere sie immer erst ab einer gewissen Höhe, oder sag ich mal Tiefe, besser gesagt, die Sterbesequenz. Und hier ist sie ziemlich früh gekommen. Brauchst Ring. Ja, jetzt steht die Bewertung da. Kann ich das irgendwie bewerten nochmal? Verdammt, den Flakon hier wollte ich nicht. Mist, ich wollte es bewerten. Ja, egal. Ich denke mal, das ist das Richtige. Jo, sterbe nicht. Ich habe den Ring noch. Der Abgrund. Vier Könige. Ich sehe mal sowas von gar nichts. Ich habe keinen Plan. Aber ich kann ihm Schaden zufügen, das ist schon mal gut. Ach, ich hab. Nein, ich hab keinen Flakoni drin gehabt. Scheiße, diesen dummen Wanderfluch. Gut. Scheiße. Oh, jetzt sind das schon zwei Viecher. Heilen die sich gegenseitig? Ich glaube, ich brauche was Besonderes dagegen. Ein Schild mit Magieresistenz wäre vielleicht besser. Oder ein größeres Schild wäre vielleicht besser. Verdammt, nein, 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 nein. Das ist nur Dings. Ich muss erstmal klarkommen hier. Wow. Oh, was wird denn das hier? So ein Dreck. Spuddel. Aber es hat mit dem
geklappt. Ah, die hatte ich auch noch gehabt. Nimm ich doch glatt mal das Schild. Problematisch könnten jetzt aber die anderen werden, die magischen Attacken. Den Ring möchte ich nämlich nicht tauschen gegen Magieresistenz, weil sonst die Werte weg sind, weil der Ring weg ist. Und den brauche ich bestimmt, um da unten zu kämpfen. Ich könnte... Ach ja, Havels Rüstung ist ja schon das mit der besten Magie, habe ich da letztens schon geguckt. Gab's, glaube ich, nichts, was besser war. Vielleicht bei der Hose eine. Diese Schwarzpulverhose. Ah ne, die ist besser. Aber um wie viel? Wie viel hat ein Havel nochmal? 32, hey, da ist der schon wiederum besser. 44,9. Ich guck mal weiter. Nö, nicht wirklich. Was habe ich vielleicht? Wie viel hast du? 56? 56? Zu? Nix. Das ist erstmal kurz weg. Ich würde mal kurz gucken, ob ich hier nicht was habe. Ich glaube, eine rein physische Waffe ist auch nicht gut. Die könnte vielleicht schon mehr sein, weil ich die ja mal magisch verzaubert habe. Das ist zu klein, die Waffe. Mein Blitzkatana könnte ich natürlich auch nehmen. Oh, warte mal. Hammerschlag. Gegen was war das nochmal gut? Dunkelheit. Ich glaube, das war gut gegen Götter, aber ich glaube, die Geister waren was Finsteres. Also ist die Keule nicht so gut. Kristall, nee. Oh, das Ding habe ich auch noch. Ich glaube, da ist das hier mit der göttlichen Dings schon am besten. Man könnte auch Pyromantie mit einbringen. Müsste ich am Leuchtfeuer mal einstimmen. Kann ich nämlich die Wunder hier weghauen und mal ganz gekonnt, wenn das Schild auch nicht viel bringt. ...40, 30, 80... Etwas, was mehr hat als 80? Ja, nur Havels Schild. Nur Havels Schild hat mehr. So, habe ich ein Schild gegen Magie, ein Schild gegen Physisch. Eine, ja, göttliche Armbrust. Und Feuermagie müsste ich noch einstimmen. Ja. Zack. Am Leuchtfeuer rasten. Zauberei einstimmen. Mal gucken. Auffrischung, explosive Wucht, okay. Friedlicher Spaziergang. Blitzspeer. Kann ich aber nicht verwenden. Zumindest nur mit begrenzter... Oh, großer, schwerer Seelenpfeil. Wäre vielleicht auch was. Zauberschild bestimmt. Könnte man auch mal probieren. Feuerball, Feuersturm. Giftnebel, innere Kraft. Nee, das könnte mir zum Verhängnis werden da unten. Auffrischung. Nein, ich nehme mal den großen, schweren Seelenpfeil. Und nehme statt das... wo war das? Weiter oben. Banzin-Beschleuniger, oder? In den Dämonenbeschleuniger nehme ich mal mit. Anzinn. Magiebonus. Das ist nur ein bisschen physischer Schaden. Nee, bleib ich bei dem. Der hat nämlich noch Feuerschaden mit. Perfekto. So kann ich doch, denke ich mal, in den Kampf gehen. Noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte. Ich könnte auch erstmal ein paar Seelen verwenden.
weil ich noch ein paar Bolzen kaufen will. Man kann nie wissen, wie viele man braucht. Muss schon überlegen, was war der beste Teleportationspunkt? Ah, ich glaube Feuerbandschrein. Auch für das Unterfangen. Hä? Ich hab die doch rausgelöscht. So, jetzt. So. Teleportieren. Feuerbandschrein, oder? Ging es auch an dem Punkt? An Orlando kann man da was sesseln. Doch da, Tiefen. Mit der Untoten, gemalte Welt. Katakomben der Giganten. Ach da, ja. Steht das Herzogskristall. Nö, ist doch Feuerbandschrein. Der beste Ort, wo man hingehen kann. Um noch ein paar Bölzchen zu kaufen. Ich werde aber, um dahin zu kommen, erstmal wieder eine normale Waffe nehmen. Weil für die Skelette will ich keine Magie oder etc. pp. Verschwenden. Habe ich gerade überlegt, wie ich nochmal rennen konnte. Trottel. Ich will jetzt nicht unbedingt alle töten. Nur was nötig ist, um hier hochzukommen. Da fällt mir gerade was ein, jetzt wo ich die Ratte sehe. Ich könnte mich ja mit ein wenig Menschlichkeit vollpumpen. Da wären meine Resistenzen auch ein bisschen höher, die ich habe. Ja, wieder ein bisschen Lauffilmmaterial, aber ich denke mal, das wird euch nicht stören, weil es der Sache dient, hier weiterzukommen. Ja, Gegenstand kaufen. Ich lass dich schon nicht im Stich, keine Angst. Hier, Wanderfluch 4000. Ja, noch 11 Stück im Besitz. Hier. Holzbolzen. Ich könnte auch zum, nach Anolondo gehen, zu dem Riesen. Ihnen zum einen die Riesenglut geben und dort auch die Blitzbolzen kaufen. Aber die sind arschteuer. Aber Göttlichkeit mit Blitz zu verbinden gegen Geister wäre doch bestimmt richtig nice. Nichtsdestotrotz werde ich erstmal nur auf... in der weisen Voraussicht, dass ich da unten eventuell sterben könnte, nehme ich gleich mal alle Pfeile, die ich kriegen kann. 313. Jetzt hat er da irgendwie mal einen neuen Spruch. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, weiterzukommen für mich. Zumindest für mich. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, ihr wollt auch sehen, wie ich weiterkomme. Irgendwo ganz tief in eurem Innersten vermute ich das. Dass ihr nicht nur reines Gefehle sehen wollt. Da ist wieder jemand an den Treppen gefehlt. Kaufen sich immer noch Leute das Spiel frisch oder sind das Leute, die das Spiel schon länger haben, aber den Anfang vergessen haben? Ich würde eine Kombination aus beiden vorschlagen. So, war da was? Da leuchtet da irgendwas, oder? Ach, ist das die Frau von oben? Oder vergucke ich mich jetzt? Nein, ich habe mich verguckt. Ich dachte, hier steht jemand. Hier, ich hab deine Frau gesehen, deine Freundin. Oh, I'm sometimes. Ja. Selbe Schwachsinn wie sonst. Oh, sag nicht, dass du schon wieder schlafen tust. Ja. Du pennst mal wieder. So. Wollen wir uns mal weitermachen?
auf dem Weg. Schade, dass das Leuchtfeuer immer noch kaputt ist. Oh, wieder ein Blutfleck. Neben dem Leuchtfeuer? Hä? Neben dem? Was? Wie kann man neben dem Leuchtfeuer sterben? Hat wahrscheinlich ein NPC angegriffen. Ja, Hüterin kaputt. Ah ja, okay. Okay, er ist doch nicht so dumm gewesen, um einen NPC anzuhauen. Er hat irgendwie eine andere Dummheit begangen. Egal. Nicht ablenken lassen. Nicht ablenken lassen. Miep, 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 miep. Hebelchen. Hebel. Na, geht doch. Den Hebel gehebelt. Ach ja, bevor ich sie da vergessen tue. Person rufen kann ich eh nicht. Jedes Fünkchen Rüstung kann helfen. Schwupps. Das muss reichen. Ich könnte ja auch mal, wie gesagt, ein Leuchtfeuer mal durch das Item, was ich gefunden habe, mal so richtig zum Brennen bringen. Also dieses Ritual-Dingens. Was ich aber leider nur einmal habe. Damit ich 15 Flakonis habe. Damit ich nicht nur mit einem rumrennen muss. Ich mache aber wieder Trick 17. Ich werde einfach hingehen und dann runterspringen. Nicht hier überall unten alles machen. Dafür sind mir die Ritter ein bisschen zu doof, zu stark. Ich will Flakonis sparen. Da gehe ich über den mir vertrauten Weg. Was heißt gehen? Ich werde eigentlich wahrscheinlich überwiegend rennen. Ja, jetzt sind sie natürlich nicht nach einem Schlag tot. Ah ja, okay, ich habe mich schon gewundert. Ich wollte gerade einen starken Angriff machen, ich habe mich nur verdrückt. Na egal. Das bisschen dem, was ich verloren habe, das ist verkraftbar. So, weg mit euch. Da hinten war das irgendwo, oder? Ich muss da hinten hin. Ja, irgendwie muss ich das schaffen. Irgendwie kriege ich das hin. Was zur Hölle? Was machst du hier unten? Jetzt noch mehr Geister gekommen? Na, weg mit euch. Ach, noch einer. Na, komm. Wo bist du? Zweimal Wanderflug, finde ich gut. Ja, lass mich in Ruhe. Geh weg. Wie weit verfolgt ihr mich denn auf einmal? Wenig zu tun, oder? Das seid auf einmal noch aggressiver als vorher. Dass er ihn so lange verfolgen tut. Hä? Da hinten lag jetzt auch nur noch ein Item, oder was? Hm. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Cool. Genau hierhin wollte ich nämlich. Oh, jetzt dreht mein Rechner gerade wieder extra laute Runden. Miep, 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 miep. Gucken, wohin ich laufe hier nicht, dass ich auf einmal unten ankomme. So, ich wollte jetzt. Ja, komm her, wo bist du? Wo habe ich dich hingepackt? Da. Bisschen
riskant, jetzt nur ja, mit diesem Equipment hinzugehen. Aber ich habe keine viel besseren Ideen, als sie mit dem dahin zu gehen. Ja. Ja. So, Seelenfall, das Schild. Anderes Schild, gut. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, bis mein Wanderfluch weg ist. Damit ich unten mit neuem Wanderfluch antreten kann. Ich bin mir sicher, ich brauche das. Auch wenn es ein Boss ist, davor machen die bestimmt keinen Halt. Wäre ja zu einfach. Und deswegen werde ich an der Stelle mal überspringen, bis ich es aktivieren kann. Bis dann. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wollen wir doch gleich mal keine Zeit verlieren. Aktivieren. Nämlich wieder hier Dingens. Da liegt meine Seele. So weit bin ich gelaufen. Hey, das sieht gut ab. Nein, es packt einen schon wieder. Das Spiel ist so packend, ich spüre es förmlich. Gott, das ist der nächste Vieh. Geh. Kaputt. Boah, jetzt muss mir irgendwas anderes einfallen lassen, wa? Sieht nicht so gut aus für mich. Wie viele waren das, Könige? Vier? Oder drei? Boah, fuck. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh sterben. Nein! Das ist da auch keine... ja, dass es da kein Leuchtfeuer gibt. Nervt schon ein bisschen. Nervt ein bisschen viel, ganz ehrlich. You have made it back. You were gone so long. Go ahead. Even an animal. Was das Neueste sagen? If you require rest, now is the time. That is, after all. Nein, du sagst nichts Neues. Wie doof, dass du nichts Neues sagst, aber wurscht. Egal. Dass ich mich schon immer gefragt habe, ob die Statuen jetzt irgendwas machen, jetzt wo ich die besiegt habe. Ich glaube, ich war da ja schon mal dran, nachdem ich es besiegt habe, oder? Ah ja, spätestens da, wo ich zum Archiv da hinten gehen wollte. Zu der Bibliothek. Zu dem, was auch immer da oben ist. Gefängnis. Alles zusammen. Hallo, gut. Nö, nächste Waffe. Ich hole mir jetzt erstmal die anderen Bolzen. In der Hoffnung, dass sie mehr abziehen. Nein, Ruhe. Weg hier. So, jetzt das falsche Schwert, aber egal. Haben wir mal wieder mein Käsemesser herausgeholt. Na, vor allem kann ja nicht so schlimm sein gegen die Giganten, die da auf mich zukommen. Wobei, nee, ich will das ja wie gesagt nicht in die Länge ziehen. Ich werde einfach an den Giganten vorbeirennen, denke ich mal. Das ist das schnellste und schmerzloseste, was wir für uns alle tun können.
Also würde ich ein paar Seelen sparen, wenn ich sie mir doch einverleibe. Boah, ich glaube, ich werde doch ein paar wegmetzeln. Das kann ja nicht so schädlich sein. Wenn man Seelen sparen will, ist das doch bestimmt positiv. Das kann man mir zumindest nicht vorwerfen. Ah, das ist da unten bei den drei, vier Königen da so dunkel sein muss. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber muss man wahrscheinlich durch. Stich! Bumm! Ja, genau, hab. Oh, nächste Stirnfried weg. Hättest du ruhig nach hinten springen können, um vor mir zu fliehen, hätte ich auch keine Probleme gehabt. Ist das fallen? Natürlich nicht. Hallo, Crosser. What's that? Shiny, shiny. Give me that. I make weapons shiny. Natürlich. I had shiny, shiny. I make weapons shiny. Ja klar. You come, I forge. We. Talk, you good friend, I very happy. Freut mich. Nein, ich wollte weiterreden.